Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zwei Fjordis und ein Blondie, da stimmt doch vielleicht irgendwas nicht. Aber doch, heute mache ich mit Kira und Tiffy zusammen Freiarbeit. Aktuell ist Johanna für ein Praktikum in München und deswegen ist sie nicht so viel hier. Entsprechend bin ich damit beauftragt, Kiras Mähne zu schneiden. Vor ein paar Tagen habe ich alles schon mal auf eine Länge geschnitten, Hauptsache kurz, weil es schon kurz vorm Kippen war. Und jetzt schneide ich erst noch kurz den weißen Teil runter, damit alles wieder ein bisschen ordentlich aussieht. Dadurch, dass heute sehr viel los ist, hatte ich jetzt nicht mega viel Zeit, die Mähne zu schneiden. Heißt, ich habe jetzt wirklich nur drüber geschnitten. Der Feinschliff muss dann noch kommen, aber jetzt ist zumindest das Weiße schon wieder kürzer als der dunkle Teil von der Mähne. Und jetzt mache ich ein bisschen Bodenarbeit. Die Hauptschwierigkeit bei der Freiarbeit mit den beiden Ponys ist, dass es natürlich Johannas Pony ist und das ist meins. Und wir arbeiten natürlich zwar ähnliche Sachen mit unseren Pferden, aber wir haben schon sehr viel unterschiedliche Art, mit den Pferden zu kommunizieren. Das heißt, zum einen muss ich mich ein bisschen auf die Kira einstellen, die Kira auf mich. Aber es muss auch irgendwie passen, dass ich mit der Tiffy kommuniziere und mit der Kira gleichzeitig. Und als erstes machen wir uns ein bisschen warm. Das heißt, wir gehen einfach zusammen ein bisschen Schritt und gucken mal. Also wie man vielleicht schon merkt, ist eine der Hauptschwierigkeiten, dass die Tiffy immer direkt checkt, was ich meine. Und bei der Kira kann ich noch nicht so aus der Ferne arbeiten. Und dann ist es manchmal so, dass ich extra der Kira nochmal einen Anstoß geben muss. Und die Tiffy versteht dann nicht mehr, was ich eigentlich will. Man muss dann auch immer wieder viele Pausen machen, damit die Pferde drüber nachdenken können, was man da von ihnen möchte. Gut. Kira nicht langsamer werden, Tiffy ein bisschen langsamer. Brrrt. Brrrt. Ja, ja, ja. Brrrt. Wiederkommen. Und brrrt. Anhalten klappt dafür schon richtig gut. Und man merkt immer, gerade weil ich mit der Tiffy schon so eingespielt bin und weil die Tiffy so ein absoluter Profi ist, man muss sich einfach ungefähr 85% auf Kira konzentrieren und 15% auf Tiffy und dann klappt es. Voll gut, die zwei. Ihr seht so feinis. Wenn man die beiden mal zum Laufen gebracht hat, kann ich mit denen zum Beispiel daran arbeiten, dass sie ihre Seiten tauschen. Das kann ich ja jetzt einmal für euch versuchen. Auf geht's. Ich gehe dazu eine Kurve und sage der Tiffy, dass sie langsamer gehen soll. Problem ist manchmal, dass die Kira auch langsamer wird, ja. Aber nur so für euer Verständnis. So, ich sage der Tiffy, sie soll langsamer gehen. Und die Kira nehme ich mit. So, komm. Langsamer, 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 langsamer. Und dann gehen wir in die andere Richtung, die Kurve. Zack, zack. Und Tiffy ist jetzt nicht weitergelaufen. Aber wir haben die Richtung getauscht. So, im Idealfall ist das alles noch so ein bisschen flüssiger. Aber das ist schon mal eine von den Übungen. Ich kann es ja jetzt noch ein, zwei Mal versuchen. Vielleicht klappt es dann richtig gut. So, dann gehen wir erst die Kurve, bei der Tiffy innen ist. Das ist natürlich die Kurve, die schwieriger ist, weil die Tiffy langsamer werden muss. Obwohl sie innen ist. Sehr gut. Und jetzt wechseln wir die Richtung. Tiffy, komm. Ja, brrrt. So fein jetzt, Zoe. Das war schon viel besser. Ist noch nicht perfekt ausgereift, aber das ist so die Grundidee. Und letztendlich muss man dann irgendwann die Kurven nicht mehr so eng machen. Aber so der Grundgedanke. Und das machen die beiden schon richtig brav. Wir haben uns ja jetzt aufgewärmt, aber heute ist es wirklich sehr kalt. Sieht man daran, dass ich meine ganz dreckigen, dicken Sachen anhabe. Und die Pferde sind auch schön dick mit Fell eingedeckt, zum Glück. Deswegen frieren die nicht. Das heißt, wir müssen uns sehr schön lang warm machen und wirklich in so einen Fluss kommen. Dann habe ich die Idee gehabt jetzt gerade, dass ich mich jetzt auf die Kira schon mal draufsetze und im Schritt auch eine Aufwärmung vom Pferd aus mache. Und anschließend gehen wir dann in Trab und Galopp über. Ich mache hier jetzt das Knotenhalfter drauf. Normalerweise reite ich die Kira auch frei. Aber einfach, damit ich eine Absicherung habe, weil die beiden noch nicht so perfekt, wie gesagt, aufeinander abgestimmt sind. Gerade wenn man die Kira reitet, ist die immer sehr fleißig. Und wenn ich dann die Tiffy meine mit Wert schneller, fühlt sich die Kira angesprochen. Und wenn ich die Kira meine mit Wert langsamer, fühlt sich die Kira nicht angesprochen. Das heißt, es klappt zwar auch so, aber einfach damit das Durcheinander klein genug bleibt, habe ich dann hier notfalls ein Seil, bei dem ich einmal kurz leichte Impulse geben könnte, falls nötig. Zack, zack,
Gut, fein. Tiffy hat Bock, die denkt sich so, Winter, ich liebe Winter, endlich habe ich Energie. Wollt ihr herkommen? Wegen Tiffy will schon mal. Na? Kommt ihr mit? Jetzt kann man auf jeden Fall immer gut Bodenarbeit machen. Zumindest mit der Tiffy. Mit der Kira ist vielleicht nicht ganz so gut. Abstand, Abstand, Abstand. Machst du mit? Ah, die hopp. Ja, fein. Alle hopp, hier, fein. Ist auch sehr lustig, weil die das auch sehr verschieden gelernt haben. Ich versuche es immer so ein bisschen natürlich auf Kiras Art zu machen. Das heißt, ich bereite das vor. Alle hopp, hopp, ja, fein. Kira muss man so ein bisschen zusammenschieben, damit die ordentlich steht. Alle hopp, hopp, und da muss man sie so ein bisschen nach oben leiten. Und Tiffy muss man ein bisschen rückwärts schicken, damit sie ordentlich steht. Also man schickt sie nach hinten ran, statt nach vorne. Und dann schickt man sie nicht nach oben, sondern ich gehe mit ihr nach oben. Ist ein bisschen anders. Da, hopp.